Hallo Leute, in diesem Video wird es um MOSFETs gehen. Ich habe hier so eine ganze Reihe, hier auf dem Kühlblech auch noch welche und im Sender auch noch zwei verbaut. Ja, das Wichtige ist erstmal, dass ihr euch am besten ein paar raussucht, die ihr dann ja mit den Datenblättern, also ihr könnt natürlich im Datenblatt gucken, was für eine Gate-Source-Kapazität die haben. Nur leider passt das meistens nicht. Zum Beispiel habe ich hier, wenn ich jetzt richtig treffe, ein IRF510A und jetzt habe ich hier so eine kleine Tabelle gemacht, wo ich die dann bei 6 MHz getestet habe. Da haben wir IRF510A, den habe ich zuerst getestet, der 330 Picofarad Gate Source Kapazität. Dann habe ich dem 15 Watt, also bei 15 Watt Stromaufnahme, hat der ganze 10 Watt Verlustleistung. Und 5 Watt ist bloß die Ausgangsleistung, die er an der Glühbirne ausspuckt. Und die Treiberstufe, die ist wirklich dann so heiß, dass die Transistoren da fast kaputt gehen, obwohl die hier so ein Kühlblech haben. Und der MOSFET auf dem Kühlkörper auch ziemlich heiß wird, sogar auf dem hier. Ja. Und dann haben wir den IRF15F, der 320 Picofarad. Hat 15 Watt Verlustleistung. Auch wieder 5 Watt. Ich habe versucht, bei denen allen 5 Watt rauszukriegen. Dann haben wir 5 Watt Ausgangsleistung bei 20 Watt Stromaufnahme. Da ist das Problem bei dem F, dass die Treiberstufe noch wärmer wird und der MOSFET halt noch mehr heizt, weil er 5 Watt mehr Verlustleistung hat. Dann haben wir natürlich den 5B, den IRF510B haben wir auch mit 340 Picofarad. Meint ihr jetzt, das tut sich ja nicht so viel. Also von dem hier 20 Picofarad und da 10 Picofarad. Um 5 Watt rauszukriegen, muss man 25 Watt reinschicken und er macht ganze 20 Watt Verlustleistung. Das ist für den Körper hier auch viel zu viel. Und für die Ansteuerung sowieso. Ich habe jetzt nur, das ist jetzt nur die Leistung, die in die Endstufe reingeht, also nicht die Ansteuerung. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, könnte ich aber nochmal machen. Dann habe ich den IRF510, den ich da jetzt drin habe. Da gucke ich jetzt erstmal und das Ganze ist jetzt vielleicht so eine halbe Stunde schon in Betrieb. Und die Ansteuerung ist kalt, der MOSFET ist auch kalt. Der hat, glaube ich, 700 Picofarad, also fast, ja, fast das Doppelte von dem hier, aber ihr könnt jetzt mal gucken, das sind jetzt, wir rechnen natürlich die Leistung mit dem Taschenrechner aus, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, wir haben 13,1 Volt und 0,7 Ampere, das sind 9 Watt Strom, 9 Watt Stromaufnahme und die Ausgangsleistung sieht mehr als 5 Watt aus. Dann schreiben wir das auf mit den 700 Picofarad. Die Verlust, wir nehmen erstmal die Stromaufnahme von 9 Watt. Die Ausgangsleistung, was meint ihr? Ich würde sagen, das sind mehr als 5. Das sieht so nach 7 Watt aus. 7 Watt. Verlustleistung 2 Watt, weil der ist eiskalt. Den könnte ich sogar eine kurze Zeit ohne Kühlkörper betreiben. Der ist eiskalt. Dann haben wir den IRF610 mit 600 Picofarad. Da haben wir 15 Watt Ausgangsleistung, 3 Watt Verlustleistung und 12 Watt Ausgangsleistung. Verlust, Ausgang, Stromaufnahme. Dann haben wir den IRF530N mit 1,152 Nanofarad oder wir runden mal auf 1,2, ja, wir lassen das mal so, sind 1,15 Nanofarad. Da haben wir, das ist jetzt nur die, ja, von dem MOSFET die Stromaufnahme, von der Endstufe, nicht der Treiberstufe, 15 Watt Stromaufnahme, 12 Watt davon sind die Ausgangsleistung und 3 Watt ist die Verlustleistung. Hier vielleicht auch 10 und da 5. Also so ein bisschen, ja, plus minus paar Prozent. Dann haben wir den IRF520N mit 1,2 NF. 4 Watt Verlustleistung und 11 Watt bei 15 Watt Stromaufnahme. Hier vielleicht auch 5 und 10.
So, das Ganze geht auf der nächsten Seite weiter. Bei 6 MHz getestet. Da haben wir noch den IRF 15N. Das ist nochmal ein anderer. Die haben ziemlich viele Typen. Der hat 1,1 NF, 15 Watt Stromaufnahme, 12 Watt Ausgangsleistung und 3 Watt Verlustleistung. Vielleicht hier auch 10 Watt und 5 Watt, also tut sich nicht viel. So, den ersten, hier habe ich den ersten, den A, den IRF15A. Da habe ich aufgeschrieben, wo ich den her habe. Den habe ich von eBay Deutschland. Den zweiten, den mit dem F, den habe ich von Reichelt aus Deutschland. Den dritten mit dem B am Ende, den habe ich von Konrad, müsste das sein. Ich glaube Konrad, ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Tue ich das mal lieber in Klammern. Da weiß ich das nicht mehr ganz. Den vierten, den 15, ohne irgendwas am Ende, mit 700 Picofarad. Den habe ich von dem Händler, der heißt auf eBay GK oder JK Parts. Der kommt aus China oder Hongkong. Und da habe ich den weg. Der funktioniert sehr gut. Den habe ich da jetzt drin. Schöner MOSFET. Und den hätten wir den fünften. Der fünfte ist der 610. Ja, 610. Der ist vom GC Supermarkt, auch aus China. Der sechste, wo haben wir es denn jetzt hier? Der sechste ist der 530 mit 1,15. Den habe ich von IAEG Electronic, auch aus China, von eBay. Den siebten, den 520N. Den habe ich auch vom GC Supermarkt aus China. Und den letzten, den achten, den 510N. Den habe ich von IAG Electronic, auch aus China, vom eBay. Dann haben wir hier noch andere. Ich guck mal gerade. Wir haben den IRFZ44N, den IRFZ24N, den IRF740 und ja, das war es dann eigentlich, die ich jetzt noch getestet habe. Das lohnt sich bei denen nicht wirklich. Die haben alle, also der IRF 47, der hat halt einen ziemlich hohen Widerstand, wenn er an ist, also wenn er komplett durchgeschalten ist. Der hat wenig Kapazität, ich glaube 750 Picofarad Gate Source Kapazität. Dafür hat der halt, belastet er die Treiberstufe auch ein bisschen und die Ausgangsleistung ist nicht so gut. Der heizt sehr viel. Jetzt nicht so viel wie die hier, die IRF15A, ich weiß gerade aber nicht, wie die alle heißen, A, F und B, die heizen ziemlich doll. Die IRFZ44N, die haben ganze 1,5 NF Gate-Kapazität, die belasten die Treiberstufe ziemlich stark, dafür heizt der MOSFET dann nicht viel. Ja, dann haben wir noch den IRFZ24N, der hat 1,3 NF. Der ist okay, also die Ausgangsleistung ist auch im 10 Watt Bereich bei 15 Watt Eingangsspannung, aber da heizt die Treiberstufe auch sehr viel. Also die Favoriten von den ganzen hier sind der IRF610, der IRF15 mit 600 und 700.